Diese Karte zeigt eine Übersetzung von LiDAR-Messwerten in eine visuelle Form. Die Echtzeitkarte aus Punkten ist eine Standarddatenvisualisierung bei LiDAR. Was die Karte darstellt? Die Räumlichkeiten des SFB, virtuelle Lebenswelten, spezifischer in diesem Fall das Virtual Humanities Lab. Dabei handelt es sich nicht nur um den Ort der Messung, vielmehr bauen wir dort auch die robotischen Infrastrukturen, die wir im Teilprojekt A03 zur Untersuchung sensoralgorithmischer Virtualität von virtuellen Environments autonomer Fahrzeuge benötigen. Dazu gehört auch der kleine schwarze Zylinder hier. Dabei handelt es sich um einen 360-Grad-rotationsfähigen LiDAR-Sensor. Mit diesem Sensor haben wir den Raum auf der Karte, also das Labor, gemessen. Dabei repräsentieren die grauen Flächen Umrisse des Raums, Flur und Labor. Zur Orientierung geben die rote, grüne und blaue Linie die Achsen des Sensors an und markieren, wie er in der Welt platziert ist. Die anfangs gezeigten roten Linien hingegen markieren die aktuellen Scans des Sensors und stellen zeitkritische Veränderungen der Umgebung dar. Dieser rote Bogen steht beispielsweise für eine Person, welche gerade zur Tür des Virtual Humanities Labs hereinkommt. Und so sieht es aus, wenn jemand den Flur lang geht. Der Unterschied zur grauen Karte, die additiv Flächen und Objekte einschreibt, bei der einmal hinzugefügte Messwerte nicht mehr gelöscht werden, ist, dass die rote Karte Messpunkte im Kontext ihrer Zeitlichkeit dokumentiert. Die Repräsentation der virtuellen Umwelt wird zu einer Momentaufnahme. Sowohl Bewegung des Sensors als auch bewegliche Objekte der Umgebung schreiben sich in die Karte, in die LiDAR-Datenvisualisierung ein. Wie wir Sensoren übersetzen und für Menschen verständlich und nutzbar machen, beeinflusst sowohl, wie wir über Sensoren nachdenken, als auch, wie wir Algorithmen trainieren und über virtuelle Welten nachdenken. Unsere Critical Making Robotic Experimente helfen dabei, diese Abhängigkeiten und Übersetzungsketten aufzudecken, zu untersuchen und zu diskutieren.